Sie sind hier, 16. November 2018, 14.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Martin Keimer hat eine enttäuschende zweite Runde beim Race to Dubai hinter sich. Urheberrecht Getty Images. Martin Keimer fällt beim Race to Dubai weit zurück und liegt nach 2 Runden am Ende des Feldes. Francesco Molinari büßt an Vorsprung ein. Martin Keimer ist beim Finalturnier im Race to Dubai der Europatour nur Statist. Der ehemalige Weltranglistenerste blieb auf der zweiten Runde mit 75 Schlägen 3 über Par und fiel mit insgesamt 147 Schlägen vom 39. auf den 52. Platz im Feld der verbliebenen 59 Spieler zurück. Ein Doppelbogey und 4 Bogeys standen lediglich 3 Birdies gegenüber. Für Keimer ist es die 10. Teilnahme bei der 10. Austragung des mit 8 Millionen Dollar, 7,08 Millionen Euro, dotierten Saisonfinales. 2010 hatte er den Jackpot als zweiter Deutscher überhaupt nach Bernhard Langer, 1981 und 1984 gewonnen. Der Sieger der Jahresabschlusswertung kassiert neben der Turniersiegprämie eine Sonderausschüttung von 1,25 Millionen Dollar, 1,11 Millionen Euro. Im Duell um den diesjährigen Gesamtsieg büßt der British Open-Champion Francesco Molinari, Italien, als 27. gegenüber seinem einzig verbliebenen Konkurrenten Tommy Fleetwood, England, 6. etwas an Boden ein, hat aber immer noch einen beruhigenden Vorsprung auf den Vorjahressieger. Spitzenreiter bei Halbzeit in Dubai war der Engländer Matt Wallace mit 133 Schlägen und einem Schlagvorsprung vor einem Trio. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.